Das ist ein XS, also Yamaha XS 650 Tank. Der wurde vom Kunden, der hat den Sand strahlen lassen. Nachdem der Lack runter war, hat man dann doch noch etliche Beulen gefunden. Am Anfang, also war er lackiert, da hat man nur so ganz kleine Sachen gesehen, aber unten drunter war da schon noch einiges. Also wir haben dann erstmal versucht, den so gut wie es ging von innen aus zu beulen. Das Blech ist gerade hier, jetzt sieht man das da ganz gut, da ist natürlich das Blech extrem fest an solchen Stellen. Also da muss man schon ganz ordentlich rumdengeln. So, da ist ja dann, nachdem das so einigermaßen ausgebeult war, schon die erste Spachtelschicht drauf. Ne? Und dann wurde praktisch, dann kam noch ein normaler Spachtel und später nochmal ein Feinspachtel drüber, um die letzten Unebenheiten, weil da war die Fläche relativ lang in sich schon wellig. Aber das ist halt bei so 30, 40 Jahre alten Tanks ist es eigentlich fast normal. Ne, da sieht man das jetzt ganz gut. Ist halt, das meiste wird ja so oder so wieder runtergeschliffen. Es sieht also immer schlimmer aus, wie es eigentlich ist. Das sind dann nur minimal. So. Da innen, da kommt man ja mit der Spritzpistole. Das ist ja ein Epoxygrund. Den habe ich unter die Lasche richtig reinlaufen lassen, dass er überall rausläuft. So, und dann später das Überschüssige abgeputzt und innen drinne, also von unten her, alles mit Epoxy praktisch grundiert. Da sieht man jetzt schon die Epoxy-Schicht außen drauf. Da am Trocknen wurde die Epoxy-Schicht nochmal leicht geschliffen. Da hat man noch so ganz kleine Stellen gefunden. Die habe ich dann nochmal kurz nachgespachtelt, aber das war ganz minimal. Das hat man gerade so unten die Ecken kaum gesehen, aber beim Schleifen sieht man das. Und dann noch partiell nochmal gefüllt. Der komplette Tank hat dann außen nochmal einen HS-Füller bekommen. Und danach wurde der innen erstmal auslackiert. So, und dann später das Auslackierte sauber abgedeckt, so dass man dann außenrum sauber arbeiten konnte. So, da habe ich jetzt auf dem Füller schon mal mit den Schablonen, die ich da angefertigt habe, aufgrund der Zeichnung versucht so anzupassen, weil die Schablonen mussten ständig abgeändert werden, weil bis die Größen mal passten, da sitzt man eine ganze Weile dran, aber da plottet man so kurz wieder aus, klebt sie auf und guckt, ob es dann einigermaßen hinkommt. Hier ist jetzt bereits ein schwarzer Basislack drauf. Also wir haben den Tank dann erstmal komplett schwarz lackiert, inklusive Klarlack. Den Klarlack dann sauber angeschliffen und so konnte man dann, falls man sich dann vertut oder so, kann man das dann wieder abputzen, ohne dass der Untergrund beschädigt wird. So, und da war jetzt schon praktisch das Ganze abgeklebt für das Gold. Da habe ich die andere Seite. Da werden erst diese Schablonen eingesetzt und dann außenrum liniert. Und dann später alles mit Tape abgeklebt, so dass man dann praktisch das Gold zuerst auslackieren kann. Jetzt geht es mit dem Tank in die Endphase. Also, den habe ich ja schwarz lackiert, Klarlack drauf, damit man, falls man sich da irgendwo später vertut, dann kann man das ganz gut korrigieren, ohne dass der Untergrund beschädigt wird. Und also dieses Dekor, das haben wir ja nur anhand von Fotos rekonstruiert. Und da habe ich mir jetzt so mit Schablonenfolie das mal passend ausgeplottert und jetzt mal provisorisch positioniert. Das Problem ist, dass ich ja, das auf beiden Seiten sollte das ja exakt gleich werden. Und mit diesen ganzen Rundungen ist das natürlich ein bisschen schwierig da vom Abmessen her, ne? Und aus dem Grunde habe ich jetzt erstmal die erste Seite hier gemacht. Und wie man schon sieht, bin da von dieser Rundungskante ausgegangen, weil hier unten sollte es ja relativ waagerecht sein. Und das Spätere, das kann ich dann nach drüben hin ausmessen. Und jetzt habe ich hier so ein Linierband, habe ich über den Tank gezogen. So, erstmal so per Augenmaß, dass ich auf der anderen Seite wieder runterkomme. Und
Dann hatte ich überlegt, wie kann ich das jetzt am besten von hinten abmessen? Das ist immer ein bisschen schwierig. Und da habe ich eigentlich eine ganz gute Idee gehabt und das hat auch recht gut funktioniert. Man weiß ja nicht, wie exakt die gefertigt sind. Und dann bin ich hingegangen und habe einfach einen Zollstock genommen und habe den Zollstock hier hinten an der Kante, an dieser Bördelkante, praktisch exakt angelegt. Und soweit bin dann so weit rausgegangen, bis ich hier an der, bis praktisch bis der anderen Seite am Tank anlag. So, und jetzt habe ich hier, da habe ich jetzt 30,5. Das sehe ich ja da, ob es schön an der Kante ist. Und hier plan auf liegt 30,5. Und dann habe ich das Ganze einfach umgedreht und habe das auf der anderen Seite auch nochmal gemacht. So, auch wieder mit Zollstock soweit. Na. So, bis er da unten schön an der Kante liegt und hier plan auf liegt und komme ich auch exakt auf 30,5. Also demnach müsste es exakt passen. Also der hintere Teil von dieser Rundung, von der Schablone, den brauche ich da jetzt nur hier ansetzen und der Rest ergibt sich ja dann später von selber. Jetzt muss ich mir auf der zweiten Seite auch noch zu Hilfslinien hinkleben. Vor allen Dingen da oben am Abstand vom Tankdeckel, dass ich da exakt hier mit den Rundungen rauskomme und habe dann so Klebebänder drüber gemacht. Da kann man sich dann ganz gut dran orientieren und das immer noch mit dem Meterstab abmessen zur Sicherheit. So, ja. Da sieht man es auch ganz gut hier. Ja. So, jetzt habe ich hinten zum Tankverschluss exakt die gleichen Abstände, dann passt das. Nachdem die Flächen nochmal mit Silikonefenner gereinigt wurden, habe ich die dann mit einer SATA Decor ganz vorsichtig mit dem Goldfarbton auslackiert. Ich habe extra die kleine Pistole genommen, damit das keinen Farbfilm gibt, der dann unter Umständen mit hochkommt, wenn man das Klebeband wieder abzieht, sondern immer nur so nach und nach relativ dünn aufgetragen, bis es deckend ist. Und dafür ist halt die SATA Decor die hat jetzt einen 0,5er Düsensatz drin, ist die perfekt geeignet. Da kann man ganz gezielt mitarbeiten. So, ich habe jetzt den, man hört im Hintergrund noch das Abluftgebläse laufen. Und dann wurde praktisch erstmal das komplette Goldene ausgespritzt. Und es war auch wichtig, dass man das Klebeband noch sieht, denn da wurden später praktisch die Positivschablonen eingesetzt von den inneren Teilen, damit sich die Ränder ergeben, wo später dann diese weiße Linie drum kommt. Und anhand der Kanten, also bei den langen Bändern, wurde das dann einfach mit dem Klebeband praktisch maskiert, das Gold. Aber das kann man dann freihand eigentlich machen. Das sieht man relativ gut. So, nachdem dann die weißen Linien auch aufgebracht wurden, wurde dann das komplette Klebeband entfernt, nochmal kontrolliert, also ob es Unternebelung gegeben hat. Dann wurde praktisch das erste Mal so, weil so Unternebelung hat man immer mal irgendwo, das kann man dann entweder abputzen oder vorsichtig wegschleifen, wenn es auf dem Schwarzen ist, weil da ist ja ein Klarlack drunter. Das geht ganz gut. Und da ich das alles mit lösemittelhaltige Basislacke gemacht habe, also das Dekor zumindest, konnte ich das dann auch nochmal mit Silikoneferne abputzen. Da passiert dann gar nichts. Und dann kam erstmal Klarlack drauf. Erst so zwei Gänge Klarlack. Und weil nach dem Klarlack sieht man immer noch irgendwo so Kleinigkeiten, die man vorher auf dem Schwarz in dem matten Zustand gar nicht gesehen hat. Also so kleine, ganz winzige Ungenauigkeiten, die kann man dann nach dem ersten Klarlack
der sowieso geschliffen werden muss, kann man das auch noch mal ein bisschen ausbessern. Also wenn da irgendwo beim Schwarz oder so an der Ecke irgendwo was auftaucht, dann macht man das vorsichtig mit ein bisschen Klebeband und retuschiert das. Das sieht man beim endgültigen Klarlack hinter, dann sieht man da nichts mehr von. Das ist relativ einfach. Und dann wurde das ganze Ding geschliffen und bekam. Fettisch. Tank wurde nach dem Lackieren, also der hat doppelt Klarlack bekommen und dann nochmal komplett die Lackstruktur rausgeschliffen und poliert. Und jetzt kann sich der wirklich sehen lassen. Glänzt richtig gut. Das ist eigentlich eine Lackqualität, wo man erwarten könnte, jetzt gerade bei teuren Fahrzeugen oder so. Aber wenn man die sich heutzutage anguckt oder so, die sind ja nur wellig. Sorry, ich habe leichte Erkältung. Ja, da sehe ich noch ein paar ganz kleine, aber Hologramme drin, aber den lasse ich jetzt noch mal einen Tag liegen und poliere das noch mal geschwind ein bisschen nach. Weil der hat jetzt schon ordentlich Material drauf. Ja, durch diesen doppelten Klarlackgang. Aber dafür hat man dann später genug Material. Wenn man mal irgendwo Oberflächenkratzer hat, dann kann man den rausschleifen und rauspolieren. Ja. Und ist jetzt auch, man fühlt auch nichts mehr, keine Kanten, gar nichts mehr. So muss das sein. So, wenn man so eine Schrift von der Verpackung dagegen hält und kann die dann gut lesen, dann ist der Lack auch schön glatt.